eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen der fast blinden Ponystute Arabella aus Hedschwang und dem Wallach Rascal aus Biebertal. Er war vor kurzem noch Polizeipferd. Vor 4 Jahren war Rascal zur Erholung auf dem Pferdehof in Hedschwang. Da lernten sie sich lieben. Aber Rascal musste zurück in den Polizeidienst. Die Trennung machte beiden schwer zu schaffen. Das ist wirklich etwas Besonderes. Also, ich habe schon viele Pferde gehabt, aber die Beziehung, wo die zwei gehabt haben, die war wirklich toll. Nach der kurzen Zeit, wo sie sich auch nur gesehen haben. Und einfach auch, wie sie sich dann eigentlich, er sich dann auch aufgeführt hat, wo er wieder gehen musste. Doch jetzt ist Rascal Rentner und darf für immer bei seiner Arabella bleiben. Was für eine romantische Liebesgeschichte. Monika Erlacher rettet in Ichenheim Tiere vor der Hitze. So viele wie diesen Sommer hatte sie in ihrer Tierauffangstation aber noch nie. Die Schwanzfedern sind noch zu kurz. Und es ist natürlich alles ein wahnsinniger Aufwand, die Tiere aufzuziehen. Aber ich denke, wenn die dann wieder in Freiheit sind, dann weiß man, was man getan hat und freut sich dann wieder. Erst vor ein paar Stunden ist dieses Käuzchen eingeliefert worden. Wo kommt der her? Wildtierarzt Marcello Spürkle begutachtet die kleinen Schützlinge regelmäßig. Die Hitze macht natürlich den Vögeln unheimlich zu schaffen. Ne? Die müssen ja weit fliegen, die müssen sich anstrengen, um Futter zu finden. Und das wissen wir ja, merken wir ja selber. Ne? Sport tut auch keiner momentan. Da kann es schon dazu kommen, dass die Jungen einfach nicht so versorgt werden wie normal. Ein paar Wochen werden die Jungvögel in der Tierrettungsstation hochgepäppelt. Sobald sie fliegen können, entlässt sie Monika Erlacher wieder dahin, wo sie als Wildtiere hingehören. Fliegende Schaumküsse. Das ist die Sommerattraktion im Freibad Obereisenbach bei Tettnang. Und das sogar komplett kostenlos. Dank Kioskwirt und Schaumkuss-Wurfmaschinenerfinder Seppi Reck. Das ist das Höchste für die Kinder sicher selber. Weißt, die standen da dran und das macht einfach auch Freude. Ich glaube, die größte Freude an allem habe ich da dabei. Und wenn einer von den lieben Kleinen keinen Schaumkuss erwischt, dann kriegt er vom Wurfmaschinenerfinder höchstpersönlich einen. Sie schalten ganz lieber, der Seppi.